Heute habe ich für euch etwas Revolutionäres aus dem Bereich der digitalen Blasinstrumentenwelt dabei. Da es für dieses Gadget noch keinen deutschen Händler gibt, hat mich der Hersteller angeschrieben, ob wir Interesse hätten, dieses Instrument zu vertreiben. Der Kontakt war sehr angenehm. Die Bilder, die Videos, die Vorstellung, die hat es uns recht angetan. Also warum nicht? Dann haben wir uns das Produkt kommen lassen und hier ist es, das neue Travel Sax 2 von Odyssey Music. Nach dem Auspacken war ich recht amüsiert, aber doch etwas skeptisch. Mit den knapp 400 Gramm ist es ein Fliegengewicht und die Anmutung aus Kunststoff aus dem 3D-Druck wirkte zuerst ein bisschen sehr schlicht verarbeitet. Doch die ersten Spielversuche, die waren sehr interessant, aber dazu komme ich dann später noch. Das Travel Sax 2 kommt in diesem schicken Case zusammen mit einem Mikrofasertuch zur Reinigung und um die Feuchte wieder rauszukriegen. Mit einem Sammelbeutel für das Zubehör. Es sind zwei Biss-Gummis dabei. Wir haben ein USB-C-Kabel mit dabei zum Laden des internen Akkus und zum Anschließen an Mediageräte wie iPad, Laptop, Smartphone. Und es bringt noch drei Adapter mit für Sopran-, Tenor- und Bariton-Sax-Mundstücke. Dabei ist noch ein Mundstück mit einfachem Rohrblatt. Aber es kann sich mit jedem x-beliebigen Mundstück spielen lassen, auch mit Synthetikblättern, absolut kein Problem. Das Travel Sax 2 verfügt über eine vollwertige Saxophonklappenausstattung inklusive Front F und Hochfissklappe. Auch die Klappen für die kleinen Finger verfügen über Rollen wie bei einem ganz normalen Saxophon. Das besonders Tolle, was sofort überzeugt hat, sind die Klappenanschläge. Hier drin sind Stahlfedern verbaut, sodass der Klappendruck sehr authentisch einem richtigen Saxophon gleicht oder nahe kommt, sagen wir mal lieber so. Es wird vorwiegend über die App gesteuert, es sind über 70 Sounds integriert und der Anblasdruck wie auch die Lautstärke lassen sich alle über die App steuern. Ein USB-C-Anschluss ist hier vorhanden zum Anschluss des Kabels, zum Laden des internen Akkus und zum Anschließen an Mediageräte wie iPad, Smartphone oder Laptop. Ein Kopfhörerausgang ist hier mit dabei, sowie auch ein Audio-In, um auch Play-Alongs damit zusätzlich mit ablaufen zu lassen. Und das absolute Highlight an dem Travel Sax 2 ist natürlich das Gewicht von knapp 400 Gramm und die kompakte Größe, sodass es überall hin mitgenommen werden kann. Für welchen Einsatzzweck ist es gedacht? Jede Saxophonistin, jeder Saxophonist kennt das Problem, die Lautstärke des Instruments. Beim Üben kann man natürlich den Nachbarn, den Angehörigen, den Mitbewohnern hier an dieser Stelle durch längeres Üben halt schon auch schnell mal auf den Keks gehen. Durch die kompakte Bauweise lässt es sich überall hin mitnehmen, sprich ich kann mich auch in kleinere Räumlichkeiten abschotten, ich kann Kopfhörer einstecken, Kopfhörer aufs Ohr und bis auf ein paar Klappengeräusche ist nichts mehr zu hören und somit ist ein störfreies Üben hier an dieser Stelle möglich. Im Zug sitzend muss man allerdings aufpassen, nicht, dass die Zugbegleitung denkt, man nuggelt an einer viel zu großen E-Zigarette herum. Und so funktioniert das Ganze. Einschalten. Die Prüf-LEDs laufen kurz durch. Die vier LEDs zeigen dann den Ladestatus an. Sobald die unterste blinkt, dann wird es höchste Zeit, das Travel Sax wieder ans Ladekabel zu hängen. Ein Netzteil ist im Lieferumfang nicht mit dabei, aber ihr könnt von eurem Smartphone, von eurem Laptop jeden x-beliebigen Netzstecker dafür verwenden. Das Travel Sax 2 kommt mit einer App von Odyssey Music, über die sich sämtliche Sounds einstellen lassen, die Lautstärkeregelung erfolgt. Hier an dem Gerät selber ist kein Lautstärkeregler mit dran, somit braucht ihr eigentlich fast immer ein Smartphone oder ein Tablet mit dabei, falls ihr variieren möchtet. Vordefiniert ist einfach nur ein Altsaxophon-Sound, der standardmäßig drauf ist, der für die kleine Session 5 bis 10 Minuten in der Pause auch vollkommen ausreichend ist. Wenn ihr andere Sachen damit einstellen möchtet, braucht ihr auf jeden Fall euer Smartphone mit dabei. Je nach Netzteil beträgt die Akkuladezeit ca. 2 bis 3 Stunden. Die App wird gestartet. Über den Konfigurationsmodus Connection wird die Bluetooth-Verbindung gekoppelt. Dazu drücken wir diese beiden Klappen. Bluetooth ist nun aktiviert und verbindet sich mit der App. Und schon haben wir die Verbindung. Über die Einstellung können wir den Pitch einstellen, sprich die Frequenz. Wir können den Anblaswiderstand regulieren, sprich wie fest muss ich reinblasen, bis der Ton reagiert. Und wo der maximale Anblasdruck dann liegt, bis das Gerät dann praktisch einfach streikt.
Wir haben hier verschiedene Recording-Modi, auch mit Videofunktion, dass ich mich während des Spielens auch selber aufnehmen kann. Wir haben natürlich, und das ist das Wichtigste an dieser Stelle, die ganzen Soundeinstellungen. Alle Sax-Sounds sind vordefiniert, Sopran, Alt, Tenor, Bariton, sogar bis zum Bass. Wir haben Synthesizer-Sounds, finde ich persönlich ganz cool. Wir haben Piano-Sounds, wir haben Gitter-Sounds, wir haben auch Brass-Sounds mit drauf. Keinerlei Grenzen an dieser Stelle gesetzt. Wie vorhin angesprochen, 70 Sounds Minimum. Über andere Programme wie Ableton und GarageBand lassen sich noch deutlich mehr Sounds generieren. Wer sich auch mit Songwriting beschäftigt, der kann über die MIDI-Schnittstelle auch direkt seinen gespielten Sound schwarz auf weiß auf den Bildschirm und auf das Papier bringen. Wer jetzt nicht imstande ist, hier Klavier zu spielen, so wie meine Wenigkeit zum Beispiel auf Zweitklässlerniveau, der nie übt, aber das Saxophon doch einigermaßen beherrscht, kann das einfach mit GarageBand verbinden, mit Ableton verbinden, seine Sounds einspielen und dann hat man seine Noten auch direkt auf dem Schirm. Durch die kompakte Bauweise kann es natürlich auch sein, dass das Spielen so nah am Körper sehr unangenehm wirken kann. Dazu gibt es noch zusätzlich Adapterstücke, die man separat noch erwerben kann, wo man das Instrument dann einfach auch verlängert, weil selbst bei einem Sopranino-Sax habe ich das Instrument so nah an mir nicht dran. Dann packen wir einfach die Verlängerung drauf. Und schon ist auch das Instrument weiter weg vom Körper. Es gibt hier auch noch einen abgeknickten Adapter. Die können auch komplett alle zusammengesteckt werden und so kriegt man einfach wirklich auch die angenehmste Position dann hin, die man braucht. Man muss das Travel Sax 2 auch nicht mit einem richtigen Mundstück spielen. Es ist hier auch noch ein Adapter, anmutend wie eine Blockflöte, der dann genauso funktioniert und der sogar auch beim Staccato-Spiel einfach nur auch ein bisschen präziser reagiert. Es ist so, dass der Anblaswiderstand relativ authentisch ist und eben die Atmung und vor allem, wofür es hier in dem Fall gedacht ist, immer wieder mal so ein bisschen das Fingering, den Fingersatz zu üben in aller Stille. Aber der Ansatz spielt hier an dieser Stelle absolut keine Rolle. Ja, und so klingt das Ganze. Bariton-Saxophon. Akustisches Piano. Spiel. Kirchenorgel. Hammondorgel. Akustikgitarre. Auch symphonische Instrumente wie Violine. Streichensemble ist sogar möglich.
das Allercoolste überhaupt, die Synthesizer-Sounds. Und SynthFX-Soundtrack. Also viele Soundmöglichkeiten drin, noch viele weitere Flöte, Klarinette, Piccolo-Flöte, sogar Blockflöte, Panflöte, alle Orchesterinstrumente eigentlich abbildbar. Die App bietet auch die Möglichkeit, verschiedene Fingersätze einzuprogrammieren, sprich, wer sich auch mit dem Altissimo beschäftigt, mit Flageolettönen und abseits der Standardgriffe einfach ein bisschen weg möchte und sich die eigenen Griffe zurechtlegen kann, lassen die sich hier sogar auch über die App mit einprogrammieren. Ihr hört, die Sounds, ja, sind MIDI-generiert, das darf man an dieser Stelle nicht ausblenden, aber es ist halt natürlich kein, in Anführungszeichen, richtiges Saxophon. Es macht unheimlich viel Spaß, sehr cool, überall hin mitnehmbar, und wenn man das Ganze koppelt mit Programmen wie GarageBand und Ableton, da kann man auch diese MIDI-Sounds dort verwenden, die ja bei diesem Programm noch deutlich authentischer auch sind. Sprich, es geht da auch wirklich mehr in die Richtung der originalen Sounds der Instrumente. Kleine Verbesserungsvorschläge, die ich hier Odyssey Music an der Stelle mitgeben kann, sind zum einen die Klappenanschläge. Die sind doch, wenn man relativ von weit greift, ein bisschen laut. Sprich, wenn man zu Hause abends vorm Fernseher sitzt, mit dem Partner, mit der Partnerin zusammen, es kommt Werbepause, man schaltet auf stumm, legt sich die Kopfhörer drauf und spielt halt seine 7-8 Minuten, dann kann das natürlich schon auch den Nebensitzer, die Nebensitzerin doch auch vielleicht auch ein bisschen nerven. Vielleicht das Ganze mit kleinen Filzchen unterlegen, dann wird das Ganze schon auch deutlich leiser. Der zweite kleine Aspekt ist die Lautstärkeregulierung und die Soundeinstellung. Alles, wie vorhin angesprochen, komplett App-basiert, sogar die Lautstärkeregelung. Ich meine, wenn man unterwegs ist und nur einen Sound braucht, um einfach seinen Fingersatz ein bisschen zu üben, reicht dieser eine Sound ja aus. Aber es wäre halt natürlich schon ganz cool, dass man wenigstens auch für die Kopfhörer einen Drehregler für die Lautstärke hat. Ne? Wenn drumherum eine etwas lautere Lautstärke-Kulisse dann ist, dass man das Ganze einfach ein bisschen hochschieben kann und nicht die ganze Zeit sein Smartphone oder Tablet auspacken muss, das Ganze koppeln muss und dann da die Lautstärke-Settings dann regulieren muss. Fazit: Wer viel unterwegs ist, in einer hellhörigen Wohnung wohnt, für den ist es halt natürlich ein ultimatives Gadget, das Travel Sax 2, klein, kompakt, 400 Gramm, die paar Zentimeter Höhe, die das hat. Ist einfach im Rucksack, in der Handtasche, fix verstaut. Kurz zwischendrin mal üben, in der Pause, in der Wohnung kurz mal eine kleine Session einlegen. Klar, den Ansatz bildet es hier nicht aus, aber die Luftführung kann nach wie vor kontrolliert werden. Für das tägliche Fingering, Fingersatz üben, einfach optimal, jederzeit und fast überall praktikabel. Als Start haben wir das Travel Sax 2 in komplett schwarz bekommen. Es gibt es aber auch nur in verschiedenen farblichen Ausführungen. Der Korpus bleibt immer schwarz, aber Odyssey Music hat an dieser Stelle für das Travel Sax 2 auch verschiedene Klappenfarben. Darunter gibt es blau, gelb, pink, also auch interessante Farbkombinationen. Das Travel Sax 2 ist in dieser schwarzen Ausführung für 649 Euro erhältlich und bei uns demnächst auch in allen Farbvariationen auch bald verfügbar. Liegt dann bei 689 Euro. Ich empfehle natürlich auch immer, das Kit mit den Verlängerungen mit dazu zu nehmen, einfach für eine angenehmere Ergonomie. Das wird sich bei 40 Euro bewegen, werden wir auch demnächst online schalten. Wenn ihr bald zugreifen möchtet, werden wir noch einen Travel Sax Startercode für euch dann generieren bei Interesse, wo wir in den ersten paar Wochen des Verkaufs euch dieses Kit auch gratis über Odyssey Music mitgeben können. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal. Und ich, Arthur Lamparder, stehe euch immer mit Rat und Tat in Bezug auf Saxophon und digitales Saxophon jederzeit zur Verfügung.